Und zwar dieses Mal insgesamt 10.000 USDT, die aufgeteilt werden an... Was für ein Träumchen. 10.000 Euro vom Hoss aus der eigenen Tasche. Aber подожди, warte mal. Gewinnen kannst du nur, wenn du 500 Euro, Dollar an BitGet eingezahlt hast. Und je mehr du einzahlst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst. Und so verarscht der gute Hoss seine 200.000 Follower. Also ganz ehrlich, ey, wenn er seinen Bullshit macht, das ist mir egal. Wenn ich aber einen TikTok dazu mache und seine Community meinen TikTok-Content meldet, meinen Account meldet, dann wird's persönlich, mein Herr. Dann wird's persönlich. Und dann lege ich auch gerne mal den Finger in die Wunde. Davor tue ich mir den vorher sonst wohin stecken. Darum geht's aber genau. Der Host steckt gerne ein. Und zwar in den Mund seiner eigenen Community mit einer dreisten Lüge. Erstens, das Geld ist nicht aus seiner eigenen Tasche. Zweitens, das Geld, was die Leute da bekommen, bekommen die von BitGet und zwar nur zum Traden. Das ist nicht einfach Cash, damit du dir dann irgendwie ein paar Insta-Models in Dubai gönnen kannst. Nein, das ist Spielgeld, um zu traden. Und wir wissen alle, dass wenn die Leute anfangen zu traden, dass über 90% von denen einfach mit Verlusten rausgehen. Und dann schießen die noch mehr echtes Geld nach. Und auch die Scheiße, dass man mit über 500 Dollar musst du einzahlen, damit du ein bisschen was gewinnen kannst. Aber guck mal, er lügt wie gedruckt. Erstens, er hat gesagt, aus eigener Tasche. Es ist nicht aus eigener Tasche, es ist von BitGet. Zweitens, er verlost das nicht einfach nur so, sondern er zieht Leute auf BitGet, damit er von den Geldern, die ihr einzahlt, höchstwahrscheinlich Geld bekommt. Höchstwahrscheinlich gibt es da so extra Deals, dass die Leute, die größere Influencer kriegen, da hatte ich auch schon mal Angebote gehabt, dass es auch von dem eingezahlten Geld gibt, erstens. Zweitens, von den Trading, Kauf, Verkauf, Gewinne, Verluste, die auch ihr Geld bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht ist der Hoss gar nicht so ein super Trader und so super reich, sondern bereichert sich einfach an den 200.000 Leuten, die Geld bei Trading verzocken. Weiß ich nicht. Ist mir auch relativ egal. Was mir aber nicht egal ist, um das noch einmal zu betonen, ist halt meine Videos wegen Belästigung und Mobbing zu melden. Ey, ganz ehrlich, was ist denn das denn für ein Mädchenverein? Aber das Schlimme an der ganzen Sache, ich kann machen, was ich will. Ich kann machen und sagen, was ich will. Das Auditorium, die Zielgruppe, die dem Hoss folgt, an die werde ich nicht herantreten können. An die werden meine Argumente abprallen. Warum, weshalb, wieso? Weil einfache Geister einfache Antworten brauchen. Die brauchen auch eine Führung. Verstehst du, was ich meine? Ein Schäfchen braucht einen Hirten und Hoss ist ein guter Hirte. Der ist ein guter Hirte, der hat seine Schäfchen um sich versammelt und tut sie ab und zu mal schächten, damit da auch mal was in die Tasche reinkommt. Ne? Und wenn ich da jetzt anfange, noch mehr dazu graben, noch mehr seine Videos zu analysieren, das bringt doch alles nichts. Weil das einhergehen würde mit der Tatsache, dass die Menschen, die ihm folgen, die ihn feiern, eingestehen müssten, dass sie sich getäuscht haben. Und da liegt die Trug, solange wir nicht in uns selber schauen, solange wir in uns selber nicht den Fehler erkennen können, können wir das auch nicht in den anderen. Verstehst du das Ding, die Denke? Viele Leute werden einfach ein Problem haben, dem Host den Rücken zu kehren, auch nach so einer Arschloch-Aktion. Warum, weshalb, wieso? Weil sie eingestehen müssten, dass sie ein Schäfchen sind und einem Hirten folgen, um da in der christlichen Didaktik zu bleiben. Aber ein Hirte ist er nicht, er ist ein Wolf. Und Wolf ist er. Es kann steigen, es kann aber auch fallen. Aber hey, benutze meinen Reflink, um da Geld drauf zu bezahlen, damit ich mitverdiene. Und der Hopf auch noch dazu mit seinem ganzen moralischen Bullshit. Oh Gott, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist dieser komische, abgefuckte Bärtige? Was hat denn der bis jetzt geliefert? Oh, was habe ich bis jetzt geliefert? Bonk-Call? Bären-Call? Diese ganzen Listings-Gedöns wie VC und Chappies, das sind schon gute Plussis für die Leute rausgegangen. Hat der Bärtige auch in Scheiße gegriffen? Oh ja, hat er. Oh ja, wie der die Schokokekse verdrückt hat und dann alle verteilt hat. Hat der Bärtige das gewusst, was er da macht? Nicht immer. Nein. Aber wenigstens habe ich nicht so schamlos meine Follower angelogen.
Und dann, oh, ich bin so reich, aber benutze meinen Räfling. Вроде бы тебе насрал. Давайте. Teilt das Video gerne unter den ganzen Hoss-Fanboys, damit sie wissen, wo sie dran sind. Ne? Und können die gerne mal was Vernünftiges angucken. In diesem Sinne, wer es noch nicht gemacht hat, Plüsschen weg, Herzchen rot, Flagge gelb, ein paar gute Kommentare lassen, weil TikTok eh mein Content jetzt gerade wegen der Meldung drosselt. Und teilt das wirklich bei den ganzen Husos. Teilt das Video überall. Ne? Ich schenke 10.000 Euro aus meiner eigenen Tasche. Scheiße macht er! Ладно, все, ich wiederhole mich. Die Redundanz war nie eine große Hilfe im Leben. Außer beim Penetrieren.